Herzlich willkommen zurück zu Pentiment. Bei der letzten Aufnahme hat mich die, ja, nur noch diese eine Frage auf 2 Stunden Spielzeit gebracht. Und das heißt, da haben wir jetzt eine leichte Asymmetrie drin. Ich bin gespannt, wie lange dieses zweite Kapitel noch geht. Es sieht sehr danach aus, dass wir uns hier auf das Ende der Geschichte zu bewegen. Und ich muss mal ganz kurz die Kamera, den Filter ein bisschen einstellen. Das sieht nicht ganz so gut aus hier. So, so können wir es lassen. Okay, wir sind an des Müllers Haus und können hier zum Essen kommen. Spielsound könnte ein bisschen laut sein, das heißt, dann stelle ich mal ein wenig zurück. So, das ist mir in der Aufnahme vorher aufgefallen, dass es da ein bisschen zu laut war. Else sitzt vorm Haus. Was ist das eigentlich? Achso. Also nie, das habe ich mir noch nie angeschaut. So, dann gehen wir doch mal mit zum Müller essen. Leonard. Andreas Mahler, der Meisterkünstler, oder? Ja, entschuldigt bitte, ich erkenne euch nicht. Seid ihr neu in Tassing? Ha, nein, 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 ich bin Leonard Müller. Mir gehört die Mühle in Tassing. Freut mich, euch kennenzulernen. Ah ja, richtig, ich habe schon viel von euch gehört. Da bin ich mir sicher, nachdem ihr bei den Gärtners gewohnt habt. Und davon ist bestimmt nicht einmal die Hälfte wahr. Ich wollte mich euch nur vorstellen, es kommt nicht oft vor, dass jemand zurück nach Tassing kommt. Vor allem, um einen zweiten Mord zu untersuchen. Ihr bekommt, kommt zu einem unglücklichen Zeitpunkt. Wenn ich den wahren Mörder finden und weiteres Blutvergießen verhindern kann, ist es vielleicht gut, dass ich hier war. Haltet sie einfach hin. Entweder erkennen sie ihren Fehler oder der Herzog wird Soldaten nach Tassing entsenden. Ja, eine Machtdemonstration. Das wird den Blut aus der Bahn stellen. Nichts sagen. Jedenfalls steht euch meine Tür offen, falls ihr des Ermittelns überdrüssig werdet. Wenn ihr mit meiner Familie essen oder die Berge sehen möchtet, lasst es mich einfach wissen. Wir sollten wahrscheinlich etwas essen jetzt, wo er es erwähnt. Ausgezeichnet. Meister Mahler, wie schön, dass ihr euch zu uns gesellt. Und euer, mein Lehrling Kaspar. Natürlich, Kaspar, willkommen. Willkommen. Ich hoffe, euch schmeckt mein Essen für diesen Abend. Leonard, würdest du das Tischgebet sprechen? Wer sonst? Du, Paul, unsere Gäste? Es tut mir leid, Leonard. Meister Mahler, vergib mir. Segne uns, Herr, und diese deine Gaben, die wir durch deine Gnaden erfahren. Durch Christus, unseren Herrn. Amen, 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 Amen. Ich muss sagen, Andreas, es tut mir leid, dass ich euch bei eurem ersten Besuch in Tassing nicht zu uns zum Essen eingeladen habe. Ich war mit der Mühle beschäftigt, wisst ihr? Genau, beschäftigt. Du weißt doch, wie beschäftigt dein Vater ist, Paul. Leonard arbeitet immer an etwas. Natürlich, ich verstehe, die Mühle erfordert viel Arbeit. Mit der Windmühle ist jetzt alles viel einfacher. Sie ist die einzige in ganz Bayern, wisst ihr? Nun, hiermit habe ich diesen Lapsus in Sachen Höflichkeit korrigiert. Ihr bekommt das Beste, was ich zu bieten habe. Und das Beste, was ich zu bieten habe, ist das Beste in Tassing. Wildbret. Andreas, wenn ihr etwas Zeit habt, solltet ihr mit mir auf die Jagd gehen, hinauf in die Berge. Es ist berauschend. Ich werde darüber nachdenken. Gut. Aber genug von Tassing. Sagt mir, wie ihr zu eurem Glück gekommen seid. Wie ist das Leben in Nürnberg? Ich habe eine Werkstatt eröffnet und meine Frau und ich leben recht komfortabel in Nürnberg. Oh, ohne eure Frau könnt ihr hier in Tassing jede Menge Spaß haben. Es gibt genügend Interessenten, wenn man weiß, was zu tun ist. Ich möchte mich nicht... Oh nee, damit mache ich die... Ich bevorzuge meine Kunst. Danke. Nun, ihr seid ganz offenkundig ein Mann mit Leidenschaft für seine Arbeit, wenn ihr in so kurzer Zeit so viel aus euch gemacht habt. Die Bauern hier könnten ein oder zwei Dinge von euch lernen. Niemand hier weiß noch, was Arbeit ist. Natürlich erziehe ich Paul zu etwas Besserem. Der Junge muss höhere Ziele haben. Was möchtest du gern machen, Paul?
Ich möchte lernen, die Mühle zu betreiben wie mein Vater. Natürlich möchtest du das. Du kennst deinen Platz. Else. Else hat nicht so viel dazu zu sagen. Zu dem ganzen Thema. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr zurück in Tassing seid. So habe ich immerhin etwas gute Unterhaltung. Warte, damit beschäftigt, den Mord zu untersuchen, Andreas. Was geht dich das an, Else? Ja, und ich habe nicht viel Zeit, Peter einen Verdächtigen zu liefern. Nun, mit etwas Glück wird der Herzog Soldaten herschicken, bevor Peter die Lage weiter verschlimmert. Ich hoffe natürlich, dass das alles endet, bevor es noch mehr Gewalt gibt. Vielleicht brauchen die Bauern einen kleinen Vorgeschmack der Gewalt, um sie in die Schranken zu weisen, hm? Sahnetorte. Man sollte meinen, unsere Bauern könnten aus den Misserfolgen in Schwaben lernen, aber Gott hat sie nicht wirklich zum Denken geformt, oder? Ich glaube nicht, dass die Bauern das Problem sind. Doch, ziemlich sicher sogar. Ich war nicht Ottos Meinung. Jetzt, da Peter die Menge anführt, ergibt nichts davon mehr einen Sinn. Er will nur noch Rache. Aber Ulrich sagt, dass der Abt nicht christlich handelt. Was? Willst du etwa ausgerechnet dem Abt sagen, dass, was nicht christlich ist, Paul? Die Abtei hat das Recht, von dem Land, das sie besitzt, zu profitieren und zu behalten, was es produziert. Genau wie wir. Ich glaube, Paul gab Ulrichs Meinung wieder nicht seine eigene. Ulrich ist genau wie Otto. Er sympathisiert mit dem Pöbel. Wenn er nicht aufpasst, endet er wie Otto. Bitte, Lennart, nicht bei Tisch. Na schön, ich hatte sowieso genug und ich will auch nicht mit noch mehr Geschwätz von der Arbeit abhalten, Andreas. Andreas, ihr müsst unbedingt mit mir auf die Jagd gehen. Diesen Tag werdet ihr nie vergessen, das verspreche ich. Wenn Soldaten die Stadt umstellen, seid ihr sicher, dass das ungefährlich ist? Sie umstellen die Bauern. Wenn wir jagen wollen, können wir jagen. Ich untersuche den Mord an Otto. Eine Jagd scheint da kaum angebracht zu sein. Wenn es hilft, kann ich euch sagen, was ich weiß. Und ich weiß einiges. Na schön, in Ordnung. Ausgezeichnet. Es gibt keinen Grund, direkt nach einem Essen davon zu eilen, also sprecht mich wieder an, wenn ihr ausgeruht seid und gehen wollt. Probieren wir es aus. Eine Einladung zur Jagd. Andreas. Hallo Leonard, habt ihr kurz Zeit? Sicher, was wollt ihr? Ich weiß von euch und Hannah. Und? Kennt ihr denn keinen Anstand? Ich habe es mit den meisten Frauen in dieser Stadt getrieben, Andreas. Niemand hat deswegen irgendwas unternommen. Ihr werdet das nicht ändern können. Ihr macht mir keine Angst. Was wollt ihr? Ja, gar nicht, kein Problem. Sie hat gesagt, dass ihr beide Otto loswerden wolltet. Natürlich wollten wir das. Er hat Ärger gemacht. Das heißt nicht, dass ich ihn umgebracht habe. Und das habe ich auch gesagt. Was ist mit ihr? Hanna? Ha. Sie ist eine Teufelin, natürlich, aber zu feige. Sie kann ihrem Mann nicht mal sagen, dass sie ihm fremd geht. Da wird sie Otto nicht töten können. Wenn ihr einen Sündenbock sucht, dann nehmt euch Martin vor. Irgendwas ist faul an dem Kerl und Otto wusste das. Sind wir jetzt fertig mit diesem lästigen Feuer? Ich habe zu tun. Jagdausflug. Okay, also, das ist eine. Na gut, okay, also, das ist eine Finte mit der Jagd. Wir kommen hier nicht weg. So. Ach doch, jetzt reiten sie los, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Wie kommt ihr mit dem Aufstieg zurecht, Marder?
Es ist ein wenig schwieriger, als ich erwartet hatte. Der schwerste Teil ist geschafft, nur noch ein kleines Stück. Rastet einen Augenblick und lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, weiterzumachen. Sehr locker. Oh Gottes Willen. Von hier aus kann ich ganz Tassing und Kirs aussehen. Vielleicht habe ich genug Zeit für eine schnelle Skizze. Trotz aller Probleme in Tassing sieht es von hier oben doch friedlich aus. Warum ist es so schwer? Als würde mein Verstand wollen, dass meine Hand innehält. Ich kann nicht einmal etwas so Schönes zeichnen wie dieses Tal. Nutzlos, was für eine Zeitverschwendung. Seht, die Soldaten des Herzogs gehen rund um die Stadt in Stellung. Peter hat keine Ahnung, in welche Lage er die Bauern gebracht hat. Bei Einbruch der Dunkelheit wird es zu spät sein. Nur wenn ich Ottos Mörder nicht vorher finde. Ah, ja, natürlich. All dieser Platz für Felder. Es ist bedauerlich, dass die Bauern, dass wir die Bauern brauchen, um sie zu bestellen. Warum hast du ja die Bauern so sehr? Ich würde sagen, sie sind wertlos. Aber sie leisten die erforderliche Arbeit, nehme ich an. Sie sind schmutzige Rohlinge, einer dummer als der andere und taugen nur zum Schuften. Es ist schwer, sie wirklich als Menschen zu betrachten. Woher kommt diese Verachtung für sie? Mein Vater sagt immer, wenn man versucht, einem Bauern zu helfen, zieht er dich nur hinab in seinen Dreck. Wie eine dumme Kuh, die im Schlamm steckt. Es ist besser, sie ihrem Schicksal zu überlassen. Doch immerhin haben ihre Frauen etwas wert. Versteht mich nicht falsch, sie sind so dumm wie die Männer, aber sie haben auch ihre Reize. Wenn sie jung sind, natürlich. Sie altern wie Buttermilch in der Sonne. Was kümmert es euch? Ihr seid ein verheirateter Mann. Andrea ist diejenige, dazu Kinder aufzuziehen und einen Haushalt zu führen. Es ist nichts falsch daran, ab und zu die Früchte vom Bauern im Garten eines anderen Mannes zu kosten. Angesichts eurer Geringschätzung für sie wundert es mich, dass Bäuerinnen mit euch schlafen. Ihre Ehemänner sind unfähige Lacke. Einige von ihnen wissen nicht einmal, wie sie die Berührung eines echten Mannes anfühlen sollte, als sie mit mir zusammen waren. Und der Rest lässt sich leicht überzeugen, wenn die Ernte schwach ausfällt oder sie mit den Abgaben in Verzug sind. Also zwingt er sie. Es ist ihre Entscheidung. Niemand wird zu irgendwas gezwungen. Mit euch schlafen oder verhungern, welch vertreter Art die Welt zu betrachten. Da spricht eure Eifersucht aus euch, Maler. Die Wahrheit ist, dass sie alle mit mir zusammen sein wollen. Sie brauchen eine Ausrede, um es mit ihrem Gewissen vereinbaren zu können. Nun, ich bin es sicher, solche Gedanken haben euch noch nie belastet. Ich brauche nicht Vater Thomas, der mir sagt, wann ich mich schuldig fühlen soll, Andreas. Und ihr auch nicht. Gut, genug der Worte. Seid ihr bereit für den Aufstieg? Ja, machen wir weiter. Wild kommt zu jeder Jahreszeit auf diese Lichtung. Da vorne ist ein natürlicher Sichtschutz. Von dort aus können wir beobachten. Ich muss gestehen, ich hielt nicht viel von euch, als ihr zuletzt in Tassing wart. Armer Künstler und so. Was hat sich geändert? Ihr habt es was aus euch gemacht, wurdet ein Meister in Nürnberg. In 7 Jahren seid ihr von einer baufälligen Bauernkarte aufgestiegen zu einer eigenen Werkstatt. Männer wie wir schaffen unser eigenes Glück. Hat euer Vater nicht die Mühle gebaut? Die alte Mühle, diese habe ich gebaut, die einzige Windmühle in Bayern. Mit seinem Vermögen. Ihr begreift nicht, worum es geht, wir haben etwas für uns selbst aufgebaut. Peter Gärtner wird auf demselben Feld wie sein Vater ackern, bis er umfällt. Und so auch Jörg. Bauern verlangen nach der Welt, doch sie können nicht einmal begreifen, was außerhalb ihres winzigen Feldes liegt. Wohin soll dieses Gespräch führen? Dieser Baueraufstand, er wird nirgendwo hinführen. Ob es nun friedlich oder gewaltsam endet, sie werden nicht gewinnen.
Wenn Sie einen Sündenbock für Ottos Tod hoffen wollen, sollten Sie sich Martin Bauer ansehen. Warum sollte er Otto töten wollen? Martin wollte Ottos kleinen Aufstand nicht unterstützen. Er war recht zufrieden damit, wie die Dinge standen. Aber kürzlich hat sich etwas geändert. Ich glaube, Otto hat etwas über Martin erfahren, das der nicht preisgeben wollte. Es war schlimm genug, um Martin dazu zu bringen, Otto nicht mehr zu widersprechen und ihn stattdessen vor dem ganzen Ort zu unterstützen. Das ist alles? Welche Beweise gibt es? Findet welche. Wenn Otto es herausgefunden hat, müssen andere auch davon wissen oder immerhin einen Verdacht hegen. Psst, runter. Da ist er. Seht ihr ihn? Ihr führt, ich werde folgen. Oh, schöner Hasch. Ihr habt mich im Haaresbreite verfehlt. Ich konnte die Kugel an meinem Kopf vorbeifliegen hören. Besser als zu hören, wie sie in eurem Schädel einschlägt. Ich muss zugeben, das ist nicht die präziseste Waffe, aber sie hat doch das Ziel getroffen. Welch Privileg, mein Jagdpartner hat mir den Kopf weggeschossen. Oh, entspannt euch, Maler, es geht euch gut. Suchen wir den Hirsch, er kann nicht weit sein. Er ist noch nicht tot. Wir haben es wohl beide verwundet, aber nicht genug. Es ist leicht, ein dummes Tier zu töten, wenn es hilflos ist. Also gut, suchen wir einen langen Stock, um das Wild zu tragen. Das war eine gute Jagd. Danke, dass ihr mich begleitet habt. Danke für die Einladung. Wir haben beide ein Interesse daran, dass die derzeitige Lage mit Bauern schnell gelöst wird. Denkt über meine Worte nach und über Martin. Ich werde es überprüfen. Es freut mich, das zu hören. Viel Glück, Andreas Mahler. Zeit wird nicht reichen. Alle werden darauf warten, meine Beweise zu hören. Ich sollte in die Stadt gehen und bereit sein, eine verdächtige Person zu nennen. Ich würde ja gerne auf Thomas sein. Ach hier, vielleicht. Ach genau. Es gibt noch einen Punkt. Ich denke ja, dass ich weiß, wer im Hintergrund die Strippen zieht. Das sind Thomas. Ich gehe nochmal schnell hin. Thomas, Amalie, die schreiben kann. Und aus dem brennenden Kloster bei der Flucht das von ihr selbst geschriebene Buch mitgenommen hat, mit dem sie jetzt die Zettel für Thomas schreibt, die beide die Beichten hören. Nur noch die Frage, wer verteilt die Zettel? Und da denke ich, dass es Adam ist. Denn es gibt eine Stelle, in der Margarete, die blinde Schwester, sagt, dass sie im Dormitorium jemanden gerochen hat, der nach Moos, Schwefel, Tinte und irgendwas anderem riecht. Das heißt, er einen Brief dabei hat, aber eigentlich im Wald lebt und nach Schwefel riecht. Also das heißt nach... Und es ist nicht der Teufel, es ist Adam. Und die Verbindung zwischen Thomas, Amalie und Adam, die habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, warum Adam hier reinpasst in diese Gruppe. Aber er kennt den Weg, er kennt die Ruinen, er kennt den Wald, er weiß, dass er faktisch von dem Schrein der Satya in das Aquädukt kommt und er kennt mit Sicherheit auch die Wege in das Frauenkonvent. Also, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als dass er es ist. Und noch was, um Guy jetzt gleich zu belasten, das werde ich nämlich tun.
bei der als der Geist an der kleinen Gruppe an Gernot, Kaspar und Andreas vorbeigerannt ist, zurückgerannt ist, da hat er die Blumen fallen lassen. Das bedeutet aber, dass er faktisch aus dem Aquädukt gekommen ist. Und das wiederum bedeutet, dass er aus der Abtei gekommen ist. Also Guy ist faktisch verkleidet aus der Abtei in die Stadt und wieder zurück und hat auf dem Rückweg die Blumen verloren, die er auf dem Hinweg mitgenommen hat. Das ist, glaube ich, diesmal ziemlich sicher. So. Gehen wir auf die Allmende und nennen einen Namen. Wir haben nicht viel Zeit, bringen wir es hinter uns. Ich weiß, dass manche von euch sich fürchten. Manche wollen aufgeben, aber wir dürfen jetzt nicht nachgeben. Vielleicht können wir nicht erreichen, für was wir kämpfen, aber wir können Gerechtigkeit für Otto finden. Das ist wahr. Fordert das mit den Soldaten des Herzogs. Sie kommen den ganzen Tag näher, schon den ganzen Tag näher. Ich weiß, deswegen müssen wir das jetzt tun, ehe es zu spät ist. Jetzt muss uns Andreas nur noch sagen, wer es war. Kein Zögern mehr, Andreas. Wir müssen wissen, wer Otto getötet hat. Jetzt. Kann Andreas überhaupt die Wahrheit sagen? Natürlich kann ich das, seitdem ihr die Mönche in die Bibliothek... Seitdem ihr die Mönche in die Bibliothek getrieben habt, habe ich mich nur damit beschäftigt. Ruhe, Ruhe. Wenn Andreas sagen kann, wer schuldig ist, dann soll sich diese Person vor Gericht verantworten, nicht vor uns. Ich werde darüber nicht streiten, Ulrich. Wir haben keine Zeit. Nur wenn wir jetzt handeln, können wir für Gerechtigkeit sorgen. Nichts darf uns noch aufhalten. Ein Name, Andreas. Gib uns einfach einen Namen. Wir erledigen den Rest. Sie hat es geschafft. Es ist da. Rahel hat ein Mädchen zur Welt gebracht. Oh, das ist schön. Ja, ich würde mich bedanken. Die ganze Bude voll. Still, still. Alle zurück. Gebt Rahel etwas Platz. Ja, Agnes, natürlich. Alles ist gut. Gott sei es gedankt. Oh. Die kleine Magdalene. Die sind doch bei Druckers im Haus, oder? Ja, hier ist Klaus Drucker. Alles ist gut, Gott sei es gedankt. Benjamin. Gesund und munter, ein kleines Mädchen bei Hoch Hashem. Bei allem, was umgeht, bei allem, was hätte geschehen können. Gott sei gepriesen, Gott sei gedankt. So ein Segen. Oh. Klaus. Peter, es tut mir leid, ich kann dich nicht weiter unterstützen. Ich verstehe euer Anliegen, aber ich muss meine Tochter schützen und meine Freunde. Ich habe schon Marie und Bert verloren. Ich kann das nicht noch einmal durchstehen. Wenn wir den Wünschen des Herzogs nachgeben müssen, um uns zu schützen, tue ich das. Ich glaube an dein Anliegen, Peter, aber nicht um den Preis von noch mehr Gewalt. Ihr trefft die richtige Entscheidung, Klaus. Jetzt stehen Leben auf dem Spiel. Bitte entschuldigt mich. Ich muss einen Moment allein sein. Oh. Magdalene. Vielleicht hat er recht. Das ist zu viel. Wie könnt ihr alle so einfach aufgeben? Der Soldat meinte, der Herzog könnte der Stadt Zugeständnisse machen, wenn wir den Abt gehen lassen. Gewiss wird es ausreichen. Vielleicht reicht es, auf die Soldaten des Herzogs zuzugehen, besonders wenn ihr den Abt gehen lasst. Gewalt wird nichts lösen. Den Abt freizulassen und dafür Zugeständnisse zu erhalten, ist die beste Lösung für alle, Peter. Den Abt gehen zu lassen wäre gerecht, oder? Wenn er doch Otto nicht ermordet hat. Ihr Städter versteht nicht, den Abt laufen zu lassen ändert gar nichts. Wenn wir nicht die Erleichterungen bekommen, die wir brauchen, krepieren alle Bauern an Hunger. Und was macht Tassing dann? Und Ottos Tod muss gerecht werden. Geht jetzt nicht fort, Ulrich. Glaubt mir, ich stehe nach wie vor zu euch, Peter. Aber Ulrich, das ist nicht dein Kampf. Gret, es ist gut und christlich, bei den Bauern zu stehen. Ich kann nicht anders. Verdammt seid ihr alle. Solch ein Verhalten ist waghalsig und grausam. Gerade jetzt. Raus, raus mit euch allen. Lasst Rahel ruhen.
Ja, Agnes, wir gehen jetzt. Andreas, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen Gerechtigkeit für Otto finden, bevor die Soldaten des Herzogs ankommen. Ja, lassen wir zumindest Rahel und das Kind in Frieden. Wie ist Major? Kein Zögern mehr, keine Unterbrechungen. Sagt uns, was ihr wisst, Andreas. Gebt uns einen Namen. Gebt uns einen Namen oder die Mönche werden zusammen mit ihren kostbaren Büchern verbrennen. Es wird euch allen nichts bringen, den Täter anzugreifen. Lasst uns den Mörder einfach den Männern des Herzogs übergeben. Die Männer des Herzogs haben uns zum Handel gezwungen. Wir können uns um den Abt und die Soldaten sorgen, sobald wir uns den Mörder vorgenommen haben. Sagt es uns. Ich habe eine Bedingung. Himmel, Herrgott, Sakrament, Maler, wir haben für so etwas keine Zeit. Lass Kaspar gehen. Er muss in diese Sache nicht hineingezogen werden. Was? Gehen? Nun gut, der Junge kann gehen. Es ist nicht sein Kampf. Bitte, Kaspar, ich könnte nicht damit leben, wenn euch etwas zustieße. Nein, nein, Meister Maler. Ich werde euch nicht verlassen. Ich weiß, dass ihr das nicht wollt, aber ihr müsst. Geht zurück nach Salzburg. Geht zurück zu eurer Familie. Bitte. Meister Andreas, ihr werdet mich wieder unterrichten, wenn das alles vorbei ist, oder? Natürlich, Kaspar. Ich werde dir folgen. In Ordnung. Ich werde euch bald sehen, Meister. Wenigstens, das hat geklappt. Wer hat Otto umgebracht? Eindeutig. Es war Bruder G. Im Auftrag des Abtes, vielleicht werden wir die Abtei doch niederbrennen. Nein, G hat alleine gehandelt. Er hat Geld von der Abtei gestohlen. Otto wollte G's Hauptbuch im Skriptorium sehen. Als G sich geweigert hat, hat Otto gesagt, dass er es auf die eine oder andere Weise schon ins Gesicht bekommen würde. Er bekam es mit der Angst zu tun. Jemand würde ihn erwischen. Entweder Otto oder der Abt. Wir werden die anderen nicht anrühren, Andreas, aber wenn Bruder G. Otto getötet hat, muss er zur Rechenschaft gezogen werden. Nun gut, Peter, wir haben Andreas angehört, aber die schuldige Person sollte sich verteidigen dürfen. Ich habe genug gehört, wir holen uns G. Sucht in der Abtei nach Bruder G. War er bei den anderen Mönchen? Was, wenn sie ihn beschützen? Schnell, auf zum Skriptorium. Ich habe gerade gesehen, wie G. aus der Kirche gelaufen ist. Er war auf dem Weg zu Lennarts Mühle. Gehen wir ihm nach. Bleibt zurück, ihr Flegel. Das wird für euch kein gutes Ende nehmen. Bruder G steht unter meinem Schutz und ich werde nicht zögern, euch zu erschießen. Wie die wilden Tiere, die ihr seid. Haltet euch bloß fern von meiner Mühle. Und ihr, Andreas, ich dachte, ihr hättet etwas aus unserem kleinen Gespräch gelernt. Ihr seid wohl doch ebenso erbärmlich wie der ganze andere Rest. Händigt den Mörder aus, Lennart. Macht die Sache nicht noch schlimmer. Leckt mich, Andreas. Ich dachte, ihr besäßt Rückgrat, aber ihr seid ein rückgratloser Bastard. Else, nehmt den Jungen und geht. Ihr müsst euch hier nicht einmischen. Nein, Else, komm zurück. Wag es nicht, mir nicht zu gehorchen, Paul. Hörst du, hol deine Mutter wieder rein. Ich werde nicht mehr bleiben. Ich nehme Mutter und werde gehen, weit weg von hier. Das wirst du bereuen, Junge. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wie dein Leben verläuft, wenn du gehst. Lennart, lass sie gehen. Sie haben lange genug unter deiner Herrschaft gelebt. Das war von dir zu erwarten, Paul. Du warst mir als Sohn immer eine Enttäuschung. Und Else, wenn du das tust, wirst du niemanden sonst finden, der dich liebt. Du wirst ein nützloses altes Weib wie Ottilia sein, Else. Es ist vorbei, Lennart. Sie sind fort. Jetzt fühlt ihr euch nicht mehr so überlegen, nicht wahr? Ihr werdet alles verlieren, genau wie wir. Gebt auf, Müller. Es sind mehr von uns hier draußen als in der Mühle. Und ihr könnt uns nicht alle erschießen. Rückt den verdammten Mönch heraus, ihr Bastard. Ich habe nichts getan, ihr müsst mir glauben. Ich habe nichts gegen Otto und nichts gegen die Bauern. Ich bin auf eurer Seite. Ihr seid ein Lügner, ein Dieb und ein Mörder. Und jetzt bezahlt ihr dafür. Ihr seid alle des Wahnsinns. Das ist keine Gerechtigkeit und das wisst ihr. Euer Gerede wird daran nichts ändern.
Ihr habt euch noch nie zum Recht oder gerechtfertigt oder um Anstand und Angemessenheit, Lennart. Ha, du hast mich all die Jahre lang gewähren lassen, Peter, und nichts unternommen. Du bist nie für etwas eingestanden und wirst heute nicht weiterkommen, du Feigling. Peter, Lennart, lasst uns heute Abend den Frieden suchen. Solche Worte sind eines Christen nicht würdig. Ein Feigling? Ich? Kommt herunter und stellt euch mir wie ein Mann, ihr elender Halunke. Bitte, so beruhigt euch doch. Wir können uns erst doch friedlich regeln. Gewalt ist keine Lösung, Peter. Ihr dürft ihm dafür keine Schuld geben, Ulrich. Peter und seine Familie kennen nur Gewalt. Bei Christine hat es seinen Zweck erfüllt. Wie könnt ihr es wagen, ihren Namen in den Mund zu nehmen und noch zu behaupten, dass... Ach du Scheiße. Ach nee. Lennart, ihr habt ihn getötet. Den einzigen vernünftigen Kerl, ja. Ach nee. Was mach ich? Muss mich jetzt, glaube ich, mal herüberziehen. Ja. Lennart hat Ulrich gerade erschossen. Na, jetzt wird die Luzi losgehen hier. Mord. Ihr Monster. Verbrennt ihn. Lasst ihn büßen. Gerechtigkeit. Jetzt fackeln sie die Bühne ab. Passt mal auf. Ihr wart lange genug eine Bedrohung für diese Stadt. Lennart, aber Mord, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Lasst beide Mörder zusammen sterben. Jetzt fackeln die Mühle ab. Andreas, Truppen nähern sich der Stadt. Wir müssen jetzt aufbrechen, wir müssen ihn abgehen lassen, damit er mit den Soldaten des Herzogs sprechen kann. Ihr habt recht. Gehen wir. Ulrich. Vater Abt, ihr könnt herauskommen. Die Bauern werden euch jetzt nichts tun. Wirklich? Warum? Andreas hat den Mörder gefunden und es wurde recht gesprochen. Peter muss sein Wort halten. Bist du sicher? Bitte, Vater Abt, die Soldaten des Herzogs haben die Stadt umstellt. Wir müssen ihnen zeigen, dass ihr nicht in Gefahr seid und die Bauern euch nicht als Geisel halten. Wir wollen kein Blutvergießen mehr, Vater. Gott sei Dank. Endlich. Was ist an der Mühle geschehen? Wurde jemand verletzt? Wir haben Feuer gesehen. Und wo ist Bruder Guy? Was ist mit ihm geschehen? Nimm die Fackel von der Bibliothek weg. Peter, haltet ein, ihr habt eure Gerechtigkeit bekommen. Ihr habt geschworen, dass ihr dem Abt oder den Brüdern kein Leid zufügen würdet. Wisst ihr noch? Das habe ich. Heute muss nicht noch jemand sterben. Der Abt kann mit dem Herold des Herzogs sprechen. Ihr habt Lennart für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Wir können den Herzog überzeugen, dass hier heute Gerechtigkeit geübt wurde. Otto ist tot, Ulrich ist tot. Wir können diese Sache überstehen, Peter. Es besteht noch Hoffnung. Alles kann wieder so werden wie zuvor. Genau, so wie zuvor. Als wäre nie etwas passiert. Was war das? Peter. Der fackelt die Bibliothek ab. Was ist? Was habt ihr getan? Vater? Gott schütze uns, er hat die Manuskripte in Brand gesteckt. Nichts wird sich je ändern. Die Bücher. Vater, was hast du nur getan? Wir brauchen das Wasser aus dem Brunnen der Schwestern. Schnell, bevor das Feuer sich ausbreitet. Um Gottes Willen. Peter, die Soldaten sind in der Abtei. Dort kommen sie. Wir müssen so viele Bücher retten, wie wir können. Nein, wir müssen verschwinden. Gott steh uns bei. Aus nur raus. Alle gehen. Andreas, gehen wir. Was für ein Bild. Tut mir leid, ich kann nicht. Ach, du große Güte. Andreas.
Es endet genauso wie befürchtet. Es endet genauso wie ein Schwarm. Und die ganze Bibliothek brennt, das ganze Skriptorium. Die ganze Welt geht unter. Andreas, was ist mit Andreas? Die Herrschaft. Die Mühle brennt. Die Abtei brennt. An alle interessierten Parteien bezüglich der Investition, die dem Nürnberger Künstler Andreas Mahler für die Erstellung eines Wandgemäldes in der Liebfrauenkirche getätigt wurden. Das Kammergericht bestätigt die Urteile des Nürnberger Stadtgerichts und des Nürnberger Stadtrats von 1526 und 27. Alle Kläger haben Verträge mit Klauseln für die Rückzahlung ihrer Investitionen unterzeichnet. Da Andreas Mahlers Tod unbestreitbar durch höhere Gewalt erfolgte, also im Rahmen einer vertraglich festgelegten Ausnahme, bleibt sein Nachlass von Haftungsansprüchen freigestellt. Im Interesse der Freiheit der Frau darf seine Witwe Sabine alle fraglichen Investitionen behalten. Der 15. Tag im Februar, Anno Domini 1534. Das war das Ende von Teil 2. Gertrude. Wer ist das Mädchen? Das sieht aus wie die Tochter vom Drucker. Magdalene. Fühlt sich an, als würde es dieses Jahr... Moment, ich muss kurz nach dem Turm gucken. Ah, wunderbar. Schon früh kalt werden, oder? In meinem Alter fühlt es sich an, als käme die Kälte jedes Jahr früher. Aber wir brauchen diese Kälte, damit die Blätter fallen und die Galläpfel mit ihnen. Was? Ihr wollt nicht auf den Baum des Heiligen klettern, um sie zu pflücken? Ha, schon in meiner Jugend hätte das ein göttliches Eingreifen erfordert. Nein, danke, ich werde am Boden bleiben und geduldig darauf warten, dass der Herr mich versorgt. Aber habt ihr keine Tinte im Laden eures Vaters? Für die Presse, er lässt sie liefern. Das hier ist nur für meine eigenen Zeichnungen. Außerdem fühlt es sich manchmal gut an, etwas auf die althergebrachte Art und Weise zu tun. Und althergebracht ist sie, ich muss das wissen. Gertrude kann die Tinte machen. Hey Max, Schwester Gertrude. Gott segne euch, Meister Zimmermann. Ich habe euch gesagt, dass ihr mich nicht so nennen sollt. Was, Max? Das ist der Sohn von Otto. Warum? Mich nennen die Leute Ötz, beschwere ich mich deswegen etwa? Dabei ist es nicht einfach ein Name, es ist ein Tal. Ihr mögt den Namen Ötz. Und, warum seid ihr so hochnäsig? Meister Zimmermann, würdet ihr Maria Magdalena, Zeugung des Todes und der Auferstehung unseres Herrn, Max nennen? Wohl nicht. Dann scheint es nur angemessen, dass ihr Fräulein Druckerin bei ihrem vollen christlichen Namen nennt. In Ordnung, tut mir leid, Schwester. Tut mir leid, Max. Magdalene. Wie auch immer, euer Vater will euch sehen. Was? Warum? Ist er nicht im Rathaus? Doch, ihr sollt seine Skizzen für das Wandbild holen und ihm bringen. Und gut, genug der Beleidigung für den Moment. Ich war auch fast fertig. Gott segne euch beide. Beeil dich, Magdalene. Der Rat wartet.
Ich bin nicht sicher, warum ich das machen muss, aber ich sollte wohl besser gehen. Ich glaube, Papa hat die Rathausbühne auf seiner Werkbank zu Hause gelassen, neben der Druckerpresse. 1543. Das ist 18 Jahre später. Und wir spielen nicht Andreas Mahler, der vielleicht gestorben ist, sondern Magdalene. Die müsste jetzt so 18, 19 Jahre alt sein, vielleicht 20. Na ja, 20. Und wir spielen den dritten Kapitel von Pentiment. Gut. Damit will ich es jetzt bewenden lassen. Ich schaue nochmal schnell rein, ob sich hier irgendwas getan hat. Ja, tatsächlich auch ein neuer Charakter. Ja, das finde ich jetzt schon irgendwie traurig. Also Kaspar ist weg. Andreas ist weg. Und das finde ich jetzt ja auf der einen Seite natürlich sehr schade, auf der anderen Seite hat sich die Geschichte ja dahin entwickelt, dass wir hier so einen harten Bruch haben, der faktisch mit dem Ende, der faktisch wie das Ende der Welt aussieht, wie die Johannesapokalypse. Und ja, mal schauen, wie sich das jetzt weiter anfühlt. Ich bin sehr überrascht. Auf der einen Seite, dass Andreas jetzt nicht mehr da ist als spielbarer Charakter. Auf der anderen Seite haben wir nicht gesehen, dass er stirbt. Er ist nur für tot erklärt worden. Das kann ja Verschiedenes heißen. Und so richtig Lust nach Nürnberg zurückzugehen hat er ja nicht. Aber es sah schon so aus, als ob er in dem Feuer der Bibliothek gestorben ist. Wir werden sehen. Aber nicht mehr in diesem Teil, sondern im nächsten. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Und ich bin begeistert von diesem Spiel, von der Geschichte, die es erzählt. Das ist hervorragend geeignet, glaube ich, für einen Schulunterricht in Deutsch und Geschichte, weil man so viele Facetten sehen kann. Man wird durch so viele Motivationslagen hindurchgegangen. Und auch der Krimi ist gut inszeniert. Ich bin mir nämlich immer noch nicht sicher wegen Adam und wegen Thomas und Amalie. Da fehlen mir noch zwei, drei Puzzlestücke. Aber auch das wird sich, denke ich, in den nächsten Folgen klären. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.